Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Whispering Willows. Wir sind das letzte Mal mit Elena tatsächlich unserem Vater und auch Willow begegnet, persönlich, oder Willows, und haben, nachdem wir aus dem Fenster geflogen sind, noch ein Teleskopauge bekommen, oder ein Teleskopfilter. Und wir haben auch noch so, ja, Rossums Ring. Mit dem können wir ja unsichtbare Notizen sehen, aber ich glaube, der mit dem müssen wir auch nichts mehr machen. Noch ein Messer, den Brief, eine Schaufel und naja, das war es ja dann auch schon so ziemlich. Jetzt müssen wir uns hier in der Sternwarte ein bisschen umsehen. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder den Weg in die Villa zurückfinden. Huch. Ach nein, nur die Treppe. Ich mir die Linse ans Teleskop. Anderes gibt es ja auch nicht. Und dann können wir gucken. Was ist denn das? Ah, okay. Sieht ja merkwürdig aus. Ach, das an der Seite. Och, ich habe mich gerade gefragt, was ich hier mache und dann sowas. Ich muss kurz gucken. Der hier, den brauchten wir nicht. Und unten ist es offen. Okay. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Treppe in den Keller. Ah, super. Ich hätte mir nichts Sehnlicheres gewünscht. Und dann gehen wir runter. Oh Mann. Und da wir jetzt keine Geisterkräfte haben, sehen wir ja auch nicht, wenn irgendwo böse Sachen passieren. Nur eine einzelne Kiste. Wofür könnte sie nun sein? Was ist das für ein Symbol? Oh, ich hab's so spät gesehen. Ich hab's einfach so spät gesehen. Okay, verzeiht, verzeiht, verzeiht. Wir können auch nicht rennen oder so. Also in dem Nebel wird das irgendwie sichtbar. Scheinbar. Was? Oh. Ich dachte, das wäre dann gar nicht da. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal die Leiter hochklettern und ihn durchlaufen lassen. Muss ich so ungefähr raten, wo es gerade ist? Hat er mich auch am Fuß erwischt. Okay, aber das abzuschätzen ist, finde ich, ziemlich schwierig. Wenn ich die Nachricht wirklich noch haben will, dann naja. Huch, naja, wir wollen ja wieder runter eigentlich für die Nachricht noch. Am besten schnell wieder hoch, bevor er wieder zurückkommt. Okay, naja, gut. Ich hoffe, wir haben die Nachricht wenigstens. Ja, wir gehen gleich mal wieder nach oben. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich die Nachricht auch finde. Im Tagebuch. Das war nicht im Tagebuch. Ich glaube, das hier müsste es sein. Ja. Ich denke schon. Von John, unserem Vater. Hier ist etwas. Ich bin noch nicht ganz sicher, was es ist.
Es ist nichts, was ich je gefühlt habe. Es löst ein ungutes Gefühl in meinem Magen aus. Ich kann die Gegenwart davon spüren. Ich verspüre hier eine gewisse Anziehungskraft. Ich weiß nicht, wo es ist oder woher es kommt. Ich weiß nur, dass es tief im Inneren der Villa ist. Ich werde versuchen, es zu finden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier eine tiefgründige Wahrheit verborgen liegt und dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Die Frage wird mir für immer auf der Seele brennen, wenn ich es nicht herausfinde. Okay. Dann können wir jetzt hier oben in Ruhe weitersuchen. Ich glaube, wir sind auch wieder in der Villa drin. Ich glaube, das war wirklich so ein unterirdischer Gang, einfach um den Weg zurückgefunden quasi. Noch eine Nachricht von Wortham. Ich bin nicht sicher, was ich getan habe. Es fühlt sich an, als ob Teile meines Wesens von mir gerissen wurden und zu neuen, dunklen, schattenhaften Dämonen umgeformt wurden. Sie durchstreifen das Gelände und ich kann ihre Anwesenheit spüren, wie sie wie Kakerlaken herumhuschen. Ich glaube nicht, dass jemand anderes sie sehen kann, da ich der Einzige bin, der sich auf die andere Seite eingelassen hat. Und ich habe es nicht unbeschadet überstanden. Ich habe getan, was ich kann, um sie zu unterbinden. Aber ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird. Ich habe Dinge gesehen, die die meisten nicht wagen würden. Und ich habe das verborgene Wissen, wonach sich alle sehen. Die Unsterblichkeit. Ich habe noch nicht die Mittel, um dies auf lange Zeit zu ermöglichen, aber ich kenne einen Weg. Nein, er will doch nicht meinen Vater dafür missbrauchen. Das wäre richtig schlimm, wenn er den Körper von meinem Vater benutzen möchte. Doch, hier ist eine Harfe. Ich wünschte, ich könnte ein Musikinstrument spielen. Vielleicht lerne ich es eines Tages. Dann erkunden wir noch kurz dieses Stockwerk hier, bevor wir hochgehen. So viel Zeit muss noch sein. Sich hier dieses eklige Bad anzugucken, wo es nichts gibt. Das muss einfach mal passieren. Vielleicht ist da ja ein Geist drin. Ich weiß es ja leider nicht mehr. Ohne unsere Kräfte. Was können wir da noch groß? Ich höre schon wieder ganz eklige Geräusche. Was anderes? Nein, okay. Ah, das ist das was? Sind hier schon wieder Insektentierchen? Ich könnte der Jacke nicht hier lassen. Okay, von unserem Vater wieder. Ich bin tiefer in die Villa gegangen, um mir die Quelle dieser rätselhaften Macht zu finden, die nach mir ruft. Ich wollte sie ignorieren, aber ich kann es einfach nicht. Es ist in meinem Kopf, selbst wenn ich schlafe. Ich habe Schwierigkeiten, mich in der Villa zurechtzufinden. Es gibt so viele Türen, die verschlossen sind oder einfach nur blockiert wurden. Es gibt sogar einen Raum, wo die Decke eingestürzt ist. Ich habe nachgesehen, aber es existiert kein Grundriss des Gebäudes in den Archiven. Ich weiß, ich werde es finden. Es wird bloß etwas dauern. Ich spüre es in meinem Herzen. Ja. Oh nein! Ich habe mich jetzt wirklich richtig erschreckt. Oh Gott. Manu, das ist gemein. Das ist einfach gemein. Ich versuche es halt auch gerade zu... Toll, da kommt es. Was soll ich denn machen? Ich kann mich ja so hier hinten verstecken und hinterhergehen, wenn es mich nicht gleich tötet. Ach ja, super. Jetzt geht das wieder los. Hier geht's auf jeden Fall schon wieder runter.
Ich glaube, das nutzen wir auch mal kurz. Ja. Im Bett. So müde. Muss weitergehen. Und hier ist so eine Nachricht. Wieder von unserem Vater. Ich habe es ins Herz der Villa geschafft. Ich weiß nicht, was ich dort erwartet habe zu finden. Denn dort war nur ein leerer Raum, wie die vielen anderen auch. Ich fühle mich nicht wohl da, aber sonst ist dort nichts Besonderes, glaube ich. Ich habe aber noch immer ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Es ist eine Vorahnung, die mich zu einer Art drohende Strafe erinnert. Ich habe so viel Zeit in dem Raum verbracht, wie ich konnte, und habe nach Hinweisen gesucht. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich meine Suche beenden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich plötzlich so hoffnungslos. Ich will nur meine Familie sehen. Und hier geht's wieder hoch. Aber zuvor müssen wir nochmal hier zurück. Da liegt nämlich bestimmt noch eine Notiz darum. Ich sehe das Tierchen gerade gar nicht. Oh, oh, da kommt es. Da hinten. Toll. Es sind zwei. Okay, ich warte hier kurz. Sollten sie vorbei sein oder ich kriege sie gleich direkt auf den Kopf? Das hat sich ja jetzt gar nicht gelohnt, oder? Na toll. Ich riskiere es einfach mal durchzulaufen kurz. Ja, ja, hat sich doch. Okay. Dann gibt es nur diesen Billardtisch. Ich wünschte, Dad wäre hier, um mit mir zu spielen. Oh. Waffe, Chemikalie, Kreatur. Ich weiß jetzt, was diese Dämonen sind. Sie sind Teile von Worthams verdorbener Seele und sie haben ihren eigenen Kopf. Er hat in Gebieten geforscht, in denen er nicht hätte forschen sollen. Er hat nach Wissen gesucht, das nicht für Menschen bestimmt war. Was darin endete, dass seine Seele zerbrach und seine geliebten Kinder erschaffen wurden. Ich muss vorsichtig bei ihnen sein. Sie agieren als Worthams Wachhunde und ich darf nicht zulassen, dass sie mich schnappen. Ansonsten würden sie mich in Stücke reißen. Ist ja schon ein paar Mal passiert. Ich muss jetzt aber leider wieder hoch. Nicht, dass da noch eine Notiz liegt. Und hier liegt gar nichts. Okay. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich wieder. Puh. Ritter in schimmernder Rüstung. Er braucht seine Waffe. Sieht aus, als schöne diese Rüstung hier schon seit Ewigkeiten. Wir haben nichts dabei, was gehen würde. Und natürlich ist die Tür verschlossen. Und die nächste Notiz von unserem Vater. Ich glaube auch die letzte schon. Ja. Ich weiß nicht mehr, was vor sich geht. Ich verliere Teile meiner Tage hier in der Villa und ich weiß nicht warum. Manchmal kommt es mir vor, als würde mich jemand verfolgen und ich höre Geflüster in meinem Ohr. Aber wenn ich schaue, ist dort niemand. Letztens habe ich mich in den Katakomben wiedergefunden, wie ich zur Tür gestarrt habe. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich dort gelandet bin. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich ein paar Hecken getrimmt habe. Ich bin heute Morgen hier aufgewacht. Ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt nach Hause geschafft habe, aber das muss ich wohl. Meine Erinnerung ist so verschwommen. Ich muss sicherstellen, dass ich zu Hause anrufe. Ich muss mit meiner Familie reden. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es einfach. Oh Gott, der war richtig kaputt. Bestimmt alles wegen Wortham. Bilder von irgendwelchen komischen Leuten. Ritterrätsel zu starten.
Tür ist verschlossen. Ich habe jetzt auch keinen Hinweis gerade gesehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was hier passieren soll. Also irgendwie müssten wir die Türen damit öffnen können. Ein bisschen weiter muss ich das, glaube ich, noch drehen. Dann ist die so wie die Hand da oben bei dem. Ich sehe das leider nicht so gut. Kann man ja ordentlich drehen. Tut das nicht weh, so als Ritter? Was mit dem da oben? Hat der seine Hand geändert? Ich hätte es ja fast gesagt, so wie der Mann da sein Gewehr hält, aber das geht ja schlecht mit der anderen Hand und... Weiter nach oben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich übereinstimmen muss. So, bei dem ersten Punkt. Was ist denn das für ein komisches Rätsel? Ich habe auch leider kein zweites Schwert dabei. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch eins finden soll. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt mittlerweile zwei Messer hätten. Ich glaube, das eine haben wir wieder verbraucht. Also eins hatten wir ja... Ach nein, in dem Garten haben wir ja was ganz anderes gefunden. Da hatten wir ja Philo und sonst was gesehen. Was soll ich nur tun? Ohne meinen Geist bin ich nichts. Vielleicht so wie das Teleskop, was da noch ist. Keine anderen Hinweise? Entweder ist das gerade zu leicht oder ich habe wirklich... Mir fehlt ein Item für das Schwert, noch irgendwas. Kann ja sein, dass der untere das so hält und der andere das andersrum, aber wir haben keine Waffe für ihn. Die kann ja jetzt sonst wo sein. Ja, dann glaube ich, werde ich mich mal nochmal besser umsehen müssen. Ich hatte so gehofft, dass ich wirklich nichts verpasst habe und jetzt so war's. Menu. Na gut, aber wir beenden die Folge wieder mal. Tut schon wieder der Hals hier vom ganzen Vorlesen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal kriegen wir das Ritterrätsel bestimmt hin. Ansonsten werde ich offline, offscreen nochmal ein bisschen nach einem Schwert suchen müssen durch die ganze Villa. Und ja, muss ja jetzt ja eigentlich demnächst irgendwo sein. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut!